Deutsche Memes, die Bobo Bobo sagen. Deutsche Memes. You look Exe. Let's go. Dieses Video soll jemanden verletzen und dient nicht zur Unterhaltung. Alles klar. Habe ich Halluzinationen oder habe ich das gerade das gleiche Video schon mal geguckt? Es ist 10 Uhr. Ihr wisst, was das heißt. In 5 Minuten ist jeder auf seinem Zimmer. Dann will ich eine Stecknadel fallen hören. Absolute Ruhe. Ich gehe einfach immer um Punkt 10. Um Punkt 10 nehme ich mir meinen Hund und gehe raus, weil die können mir nichts. Ich gehe um Punkt 10 gehe ich mit meinem Hund. Um Punkt 10 gehe ich mit meinem Hund raus. Und dann nochmal um Punkt 11 und nochmal um Punkt 12. So. So mache ich das nämlich. Weil mit dem Hund kann ich machen, was ich will. Mit Hund gibt es für mich keine Gesetze. Mit Hund darf ich um Punkt 10 auch draußen einfach einbrechen. Mit Hund darf ich das. Merkel ausgetribbelt. Ich höre noch was. Das Leben schenkt dir Zitronen. Und du machst damit einen Orangensaft. Richtig. So nämlich. Okay, wir machen jetzt alle einen Schwur, dass wir uns das nicht angucken. Ich gucke mir das safe nicht an. Ich werde mir es nicht angucken. Ich klicke da nicht drauf. So. Mhm. Wir gucken das miteinander. Vater hat 2 Wochen an diesem 1000-Teile-Puzzle gearbeitet und ihr dürft live zuschauen, wie er das letzte Teil jetzt einsetzt. Wieso braucht er 2 Wochen für 1000 Teile? Digga, 1000 Teile esse ich in 10 Minuten. Tada. Du kleiner... Du kleiner Hu. Kuckuck! Kuckuck! Wer wird Weltmeister? I don't speak English. Hä? Schweizerin, da sprichst du Deutsch? Ja, dann red doch Deutsch von Anfang an. Wer wird Weltmeister? I don't speak English. Was hat ihr gesagt? Belvedere-Meister? Hä? In welchem Film spielst du mit, Bruder? Und wisst ihr, das ist mehr als nur Food. Mhm. Ist a Vibe. Ja. Dass Matthias auf der Spitze weiß, was für eine Frage ist und noch die Antwort. Dicker, ich halt schon recht. Die Schätzfrage zum Thema Fernsehen. Wie viele TV total rocken wir Nein. 5 Sekunden Zeit. Ja. Ich muss hier weg. When is the next one? The next one is at 420. Ja, das war krass, ey. Da hat Kevin, der war in New York, da hat er mir auch wieder erzählt, wie viel er da gekifft hat. Es ist krass, ich kann es euch, das Ding ist, Kevin leugnet das ja immer noch so, aber no joke, wenn ihr wüsstet, wie viel der wegkifft, ist krass, ist wirklich krass. Irgendwann wird er sicherlich darüber mit euch ehrlich sein. Schön Paulaner-Zapfen hier. Okay. Ja. Das Bier habe ich schon gesehen. So, okay, so gut. Weil ich weiß, ist es in Deutschland legal, seine Cousine zu heiraten. Es ist in Deutschland nicht legal, seine Cousine zu heiraten. City Sightseeing in Amsterdam. Er war einfach in Amsterdam. Ja, ja, ich weiß nicht, wie er mehr kifft. Trimax oder Papa Platte? Ich denke mal, die... Amsterdam ist geil. In Deutschland ist es legal. Warst du im Stau oder was? Ich warte schon seit einer halben Stunde oder so auf dich. Ja, warst du im Stau oder was? Ich warte schon seit... Raus hier. Bitte? War schon eine halbe Stunde auf dich. Jesus ist einfach gerade bei wem Fremdes eingestiegen. Und statt Bewerbungen zu schreiben, entspannen die zwei lieber an der Konsole. Wieso soll ich morgens um 6 oder 7 aufstehen, arbeiten gehen und abends nach Hause kommen, wenn ich genauso gut aufschlafen kann und genauso viel habe wie der ich kaputt mache? Ja. Einfach das Leben von Kevin. Hi, Genau, Gillette sind die das heute alles quasi sponsern. Danke, Rätsmann. Hey, warum rülpst du jetzt mitten im Play? Lehrer ist halt Ethanol für ein Experiment aus die hintere Reihe. Ich bin auch auf Instagram unterwegs. Und wenn ich dann zum Beispiel auf die Suchfunktion gehe und auf Profile gehe, wo die mir vorgeschlagen werden, dann sehe ich immer, dass Sydney oder Niklas, einer von den beiden Halunken, hat immer ein Bild von der jeweiligen, von dem jeweiligen Mädel geliked. Und da denke ich mir immer, so ein Dü.
Oh mein Gott, das ist bei mir so mit Mo. Mo? Mo hat einfach jede Frau in Deutschland schon angeschrieben und InScope auch. Nein. 20 Minuten, 30 Minuten Warzone. Mhm. Dann ist mir aufgefallen, dass die neue Map mir nicht so taugt. Ja. Dann bin ich in Cold War reingegangen und habe ein bisschen Multiplayer gespielt, um ein, zwei Waffen freizuschalten für Warzone. Mhm. Da habe ich innerhalb von einer Viertelstunde einen Ausraster geschoben, bin wieder raus. Und dann habe ich noch eine halbe, dreiviertel Stunde Tony Hawk's Pro Skater Online gezockt. Okay. Klingt doch noch einen entspannten Tag. Schönen guten Tag, die Polizei hier. Moin. 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 Ich habe gehört, dass Sie 14-jährige Mädchen belästigen. Deswegen haben wir jetzt Ihre IP-Adresse getrackt und sind innerhalb der nächsten halben Stunde bei Ihnen. Ich habe gar nichts gemacht, nur eine Bilge. Stell dir mal vor, einfach Polizei, Digga, bei Omegle. Viel gruseliger wäre, wenn jetzt der eine Polizist einen Dödel rausholen würde. Wenn man zum Beispiel einem Typen einen bläst, ja. Ne, kennt ihr ja, Chat? Bis da, nee. Dann ist es einfach nervig, wenn man die ganze Zeit mit der Fresse in diesem riesen Busch drin ist und irgendwelche Schamhaare dann noch mit im Mund hat. Die ganze Zeit so, man muss es einfach fucking, ist einfach kacke, ist nicht sexy. Ja. Das ist ja. Okay, danke. So, das nennst du Arbeit? Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Das hatten wir schon, dass Kevin einfach genauso lebt wie, wie Patrick Star. Mal Kerl, übrig. Wenn ihr da jetzt noch Tipps und Tricks habt, was dann drücken und zwei Schritte zurückgehen. Jetzt mal schön lächeln. So, Momentchen. Sieht aus wie ein Toast. Okay, ich glaube, das war Peak von Oliver Pochers Comedy. Was kennt ihr euch gar nicht? Er war genau schon so ein Scheiß. Aber ihr kriegt alle eure Strafe. Ja, kommt nur die Zeit. Die kommt, die Zeit. Die kommt. Ja. Die Zeit kommt nämlich. Das sei versprechen, Leute. Die Zeit kommt. Bin ich der Einzige, der seine Salami bratet? Ja. Wurst meine ich. Aus auf der PS4, ne? Es ist schon, das schmeckt dann gut, ne? Ich empfehle euch. Aber zockt lange für das. Danke, Bro. Nein, wo ist sie? Wo ist sie? Sie muss doch irgendwo sein. Immer. Eis auf die. Ich habe 2 Kinder zum Wein gebracht, das reicht. Nee, 4 Kinder zum Wein gebracht. Mhm. Das ist für mich ein Win. Okay. Damit, da kann ich gut schlafen. Das ist für mich actually ein big Win. Ich, wenn ich am Strand lang laufe und einfach ganz mit Absicht über die scheiß Landbogen von diesen dummen Kindern laufe. Kann ich bestätigen? Würde ich mir doch tatsächlich gerne ansehen. Und ich habe ja sogar ein Plätzchen in der ersten Reihe. Was? Hä? Young Hun, für deine Musik. Danke, Young Hun, du bist der Beste. Ja, ich würde mich dem anschließen. Ich mag Bo-Bo-Bo. 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 Bo-Bo-Bo.